So, willkommen Leute zu einer neuen Folge von Zoo 2 Animal Park. Und ich hab's getan. Ich habe meine Puzzleteile in Tickets umgewandelt, da ich sowieso nicht weiß, wann das nächste Event kommen wird, damit man mehr Tickets kriegt. Und ich habe keine Lust, irgendwie länger zu warten. Deswegen habe ich die ganzen Puzzleteile, also die meisten habe ich eingetauscht. Und wir sehen gleich das Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch, du hast zwei Diamanten gut geschrieben gekriegt. V möchte erwachsen werden. Ja. Der weiße V. Sie sind bla bla bla. Das ist der Impala. Okay. Und dann machen wir mal. Warum geht das immer an? Verstehe ich nicht. Ich will doch hier die Kiste öffnen. Komisch, komisch. Das war ein bisschen verbuggt. Dann machen wir mal die Kiste auf hier noch. Und dann zeige ich euch das Ergebnis von der Puzzleteilenabgabe hier. So, ich habe jetzt 24.000 Puzzleteile und ich habe schon Gelbhauben-Kakadu einmal schon vollendet. Deswegen habe ich jetzt 10.000 dieser Tickets weniger. Und ich warte jetzt auf den Schlüssel hier, auf die drei Schlüssel, damit ich den zweiten Kakadu hier über die Retro-Truhe kriegen kann. Ich habe noch ein bisschen Diamanten und mit den Diamanten werde ich wahrscheinlich meine Geschäfte hier erweitern. Und da ich zurzeit sowieso keine Erweiterung fürs Gelände brauche, da ich ja eh Platz noch habe. Und das machen wir, denke ich, gleich. Da ich sowieso hier bei den Kassen zurzeit bin. Mal gucken, wie viele ich damit. Es wäre natürlich ratsamer zu warten, bis es Rabatte gibt auf sowas. Ich denke auch, es wäre ratsamer zu warten, bis es Rabatte gibt. Ich werde wahrscheinlich warten. Ja, ich glaube, ich werde warten, bis es da Rabatte gibt, weil Diamantenausgabe, das kann warten. Geld habe ich immer noch genug. Werden aber noch ein bisschen hier die Teile, was ich noch habe, für die Tickets, ich meine nicht die Tickets, sondern die Karten. Ich habe da noch ein paar Sachen, was ich noch vollenden kann. Und das ist einmal hier die Wasserstelle. Vollenden. Ja, dann habe ich hier noch einmal eine Wasserstelle. Vollenden. Ja, dann habe ich hier Spielbogen. Das kann ich nicht vollenden. Einen Stall. Nummer vollenden. Dann habe ich hier noch ein Stall Savanne, ich glaube, ich brauche es zwar keinen, aber hier die Wasserstelle brauche ich auf jeden Fall. Spielschaukel Dschungel, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Auf jeden Fall, das brauche ich auf jeden Fall. Vollenden. Ja. Ein Spielstein. So, einmal der Druck. Vollenden. So, und zurzeit brauche ich, glaube ich, erstmal nichts. Auf jeden Fall brauchen wir meine Steinböcke, auf jeden Fall so eine Wasserstelle. Eine Wasserstelle, dann habe ich hier noch ein paar Dschungeltiere, die noch ein paar
So, der braucht noch eine. Was habe ich da? Ein Druck hat er. Der hat auch einen Druck. Der hat auch einen Druck. Ich glaube, die haben schon alle Trüge. So, und eine Futternapf haben die auch alle, aber ist nicht so schlimm. Was ist mit denen hier? Die haben auch einen. Okay. Futtertrüge brauchen auf jeden Fall keine mehr. Aber ich habe ein paar schon vollendet. So, was haben wir denn hier noch? Eine Wasserstelle. Oder Moment, bei meinem. Die haben eine Wasserstelle, einen Wasserdruck. So. Dann kriegen die hier noch so eine Wasserstelle. Die Enten. Ist das Ding so groß? Ach, die haben schon eins. Dann kriegen die die. So. Oder kann ich das hier irgendwo platzieren? Nee, das Ding ist so riesig. So, dann drehen wir das ein bisschen so. So, dann kriegt ihr so einen Druck. So, dann kriegen hier noch ein paar Tiere hier einen Stall. So, die Schneewölfe. Die Schneewölfe kriegen einen. Und die kann ich, glaube ich, schon ein bisschen drehen. Jawohl. Und dann habe ich noch eine Wasserstelle. Wer braucht eine Wasserstelle hier? Nur der Pinguin? Nein, die Hasen brauchen auch eins. Und der Eisbär hier. Ich glaube, Eisbär braucht es, glaube ich, dringender. So. Braucht noch einer hier von den Savannentieren noch irgendwas? Eine Wasserstelle oder so? Die haben eins, die haben eins. Die haben auch welche. Die haben auch. Ich glaube, die sind hier ganz gut bedient. So, nun ist es hier soweit. So, dann kann ich hier. So. Wir sind hier. Weiß zwar nicht, was ich für Tiere noch freischalten werde. Für die. Auf jeden Fall zwei Stück könnte ich mir leisten. Auf jeden Fall den Gelbhauen-Kakadu muss ich noch. So, der zweite Quaker, der hat Zeit und der Erdmädchen hat auch Zeit. Der weiße Tiger hat auch Zeit. Eine Schlange kann ich eigentlich auch abgeben, da ich eh schon zwei habe. Tauschen. Krieg schon mal 2000. So, was haben wir denn hier noch? Was für, also einen zweiten Ocelot könnte ich auch eigentlich schon vollenden. 1000 brauche ich nur, das ist ja ganz schön wenig. Vollenden 2500. Also könnte ich noch ein paar mehr Tiere freischalten, so wie es ausschaut. So, eine zweite Schneeeule, einen Breitmaulnashorn und so ein Flusspferd könnte ich mal gebrauchen. Es wird natürlich auch, wenn ich das vollende, nur 8000 kosten. Auch schon ein bisschen Ersparnis. So, ich werde mal überlegen bis morgen, was für Tiere ich dann freischalten werde. Auf jeden Fall kommt dann morgen erstmal der Gelbhauen-Kakadu in der Retro-Truhe dran. Und dann schauen wir mal weiter, wie das
morgen ablaufen wird. So, was ich noch machen wollte, ist natürlich hier den Quaggan dann richtig reinsetzen hier. So, der muss dann hier hin. Da muss ich dann ein bisschen die Gehege ein bisschen verschieben. So, dann mache ich hier erstmal alles weg hier, die ganzen. Die Wege habe ich nur platziert, damit hier die Besucher schön Müll hinterlassen können. So, dann können wir den hier erst einmal hier wegtun. Und dann kommt der Quaggan rein. So, der muss ja hier passen. So, und den Quaggan müssen wir ja dann jetzt hier noch ein bisschen zurecht machen. Den müssen wir auch entfernen ein bisschen. So, zwei Stück, glaube ich, muss ich entfernen. So, dann machen wir hier noch mal drei Stück entfernen. Dann brauche ich die ganzen Sachen nicht wegzustellen hier. So, hierher. Und dann machen wir das wie gehabt. Vergrößern, vergrößern. Machen wir hier vergrößern, vergrößern. Und dann machen wir hier natürlich verkleinern, verkleinern, verkleinern. Und das eine Wasserteil ist weg. Nee, 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 was ist los? Hier hin. Nee, das muss doch eigentlich passen. Okay, dann müssen wir das noch ein bisschen eins weiter wegstellen. Und jetzt muss es ja reinpassen. So, natürlich muss ich jetzt neu Wasser auffüllen. So, dann kommt der Quagga schon mal hier rein. Mal drehen. So und so. Und dann ist er schon mal drin. So, dann machen wir hier ganz normal wieder die Teile wieder dran. Und hier natürlich auch. Alles muss an ihren Platz wieder hin. Das geht natürlich ratzfatz hier. So, fertig. So, die haben Wasserdruck und Wasserteil. So, was habe ich denn da jetzt hier noch? So, das können wir tauschen. Und das können wir tauschen. So, und das können wir eigentlich auch eintauschen. Tauschen. Wow, 2500. Habe ich das letzte Mal übersehen gehabt. So, das muss ich auch noch vollenden. Irgendwann einmal. Ocelot, Wasserstelle hier. Das kostet natürlich, das können wir noch tauschen. Die Wasserstelle gehört auch zu Diamanten, das gehört auch Diamanten. Das können wir noch vollenden. Irgendwo, glaube ich, ein Tier braucht sowas. Irgendwo war das. Das ist, glaube ich, hier, hier, hier nicht. Hier, der Ocelot, genau. Der Ocelot hat das gebraucht. Zwar noch alleine da, aber ist nicht so schlimm. Und was haben wir hier noch? Das ist bei den Dschungeltieren. Was braucht der? Der braucht so einen Spielstein. Das ist eine. Spielstein ist schon drin. So, die haben ja schon das Teil. Die haben auch. Tiger hat auch. Was braucht der? Braucht wahrscheinlich auch dieses Teil. Genau. Dieses Klettergerüst da.
Das können wir auch vollenden. Vollenden. Ja. Und dann kriegen die der Mandrill hier auch so Spielgerät. Die Krokodile haben ja schon alles. So, die weißen Gibbons haben wir auch schon. So, meine Freundesliste. Ich habe jetzt einen Platz wieder mal frei. Die Lilo ist die neue bei uns im, bei mir in der Freundesliste. Und einen Platz habe ich sozusagen noch frei. So, durch hier noch ein bisschen aufräumen. Und das war's, denke ich, für heute. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Bis morgen überlege ich mir, was ich für Tiere freischalten soll. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und bis zum Morgen. Bis morgen. Ciao.